Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant, hier! Wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsie, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Oh! Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Wir können nicht segeln gehen, weil Opas Boot gesunken ist. Oje, kommt, springt einfach rauf auf mein Schwebefahrzeug. Hurra! Also ich weiß ja wirklich nicht, ob das... Haltet eure Hüte fest! Opi Mümmels Schwebefahrzeug fährt auf dem Land und auf dem Wasser. Ich habe es selbst gebaut. Da würde man nie drauf kommen, oder? Das Teil brauchen wir eh nicht. Du kannst dir nicht mit diesem Teil herumkurven. Du bist ja kein Mitglied im Segelverein. Aber du bist doch Mitglied im Segelverein. Ja, aber... Dann ist das schon in Ordnung. Ja!
Es geht doch nichts über einen friedlichen Segelausflug. Das Säuseln der sanften Wellen, die Ruhe des weiten... Oh, was für ein entsetzliches Geräusch! Oh, da drüben! Perfekter Tag für einen Segelausflug! Schon wieder diese Monstermaschine! Das ist doch Opa Wutz, oder? Hallo? Yippie! Sagt mal, hat noch jemand Durst außer mir? Ich! Wir könnten etwas zu trinken kaufen in der alten Hütte da drüben. Das ist keine alte Hütte. Es ist das Vereinscafé des Segelvereins. Nur für Mitglieder. Ja, wie auch immer. Wir fahren hin und kaufen uns was zu süffeln. Hallöchen. 4 Becher Fruchtsaft, bitte. Ich darf Ihnen leider nicht verkaufen, es sei denn, Sie sind Vereinsmitglied. Ich zwar nicht, aber er hier. Hallo. Bitte 4-mal Saft. Ah, bitte sehr. Ist das Leben nicht herrlich? Blau sind Himmel und Meer, Boote segeln umher. Aber die Boote segeln gar nicht umher, Opi Mümmel. Wir haben keinen Wind. Ohne Wind können Segelboote nicht segeln. Hilfe! 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 Wir müssen sie retten, Opi Mümmel. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Meine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Petros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktoren. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knöpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre 4 Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Mama, Papa, guck mal, ich habe einen Spielgruppenstern. Das ist ja fantastisch, Peppa. Als ich noch ein kleines Schweinchen war, habe ich auch einmal einen Stern von Madame Gazelle bekommen. Vor langer Zeit, als Mama und Papa Wutz noch klein waren, war Madame Gazelle auch ihre Erzieherin. Dafür gibt's einen Spielgruppenstern. Ich war so glücklich. Hast du viele Spielgruppensterne bekommen, Mami? Oh ja. Papa, hast du denn auch viele Spielgruppensterne bekommen? Diese Zeit ist schon so lange vorbei. Ich erinnere mich kaum dran. Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du hast keinen bekommen. Du hast niemals einen Spielgruppenstern bekommen, Papa? Nein. Ich hatte nie einen Spielgruppenstern. Noch nicht mal einen ganz winzig kleinen? Nein. Nun denn, wie Papa Wutz schon sagte, ist das alles schon sehr lange her, Peppa. Und es ist auch ganz sicher nicht so wichtig. Was meinst du damit, Mami? Sie sind super wichtig. Habe ich recht, Papa? Ja, Peppa. Bist du traurig, dass du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Nun... Ich habe in meinem Leben halt andere Dinge gemacht, auf die ich stolz sein kann. Und wenn du ein schönes Bild malst und es Madame Gazelle zeigst, kannst du vielleicht jetzt noch einen Stern dafür bekommen.
Spielgruppensterne sind für Kinder, Peppa, und nicht für Erwachsene. Bitte, das Dach ist schon repariert. Dankeschön, Herr Bulle. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Hier, ein Spielgruppenstern. Oh, vielen herzlichen Dank. Guck, Papa, Herr Bulle bekommt einen Stern, dabei ist er ein Erwachsener. Es ist Abend. Peppa und Schorsch gehen jetzt schlafen. Fragt mich alles, was ihr jemals über Obst und Gemüse wissen wolltet. Nur zu! Wie hoch war das Istgebäude, von dem Sie gesprungen sind? Bitte was? Warum ich Karotten so überaus liebe? Das kann ich dir sagen. Ich finde sie einfach so lecker. Laufen Sie schneller als eine Eisenbahn? Welches Gemüse dafür sorgt, dass du schneller läufst? Eine wirklich gute Frage. Ich würde da empfehlen, Rosenkohl. Haben Sie auch schon mal eine Kartoffel gegessen? Obst und Gemüse machen uns stark. Denk immer dran und iss 5 am Tag. Heutzutage empfehlen die Ärzte aber 7 Häppchen am Tag. Denk immer dran und iss 7 am Tag. Genau. Und als Dankeschön für den Besuch wollen wir Superkartoffel jetzt herzlich applaudieren. Dankeschön, Dankeschön und denkt daran, Kinder, immer schön Obst und Gemüse essen. Superkartoffel hat das Gebäude verlassen. Oje, hab ich ihn verpasst? Ja! Er war spitzenmäßig. Schön, es war nett, euch kennenzulernen, aber jetzt muss ich leider auch wieder los. Wiedersehen. Kommt, Kinder, wir winken Mr. Kartoffel zum Abschied. Oje, das Auto von Mr. Kartoffel springt nicht an. Ich komme hier nicht mehr raus. Mr. Kartoffel steckt fest. Hilfe, lass mich raus. Was sollen wir bloß tun? Hilfe, wir rufen Hilfe. Superkartoffel. Lass mich raus. Superkartoffel. Er ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um zu kommen. Stopp, Kinder, Kinder. Diesmal wird es ganz sicher nicht funktionieren. Doch, Madame Gazelle, Sie müssen auch mithelfen. Dann kommt er. Wie du meinst. Hilf uns, Superkartoffel. Bitte, es funktioniert nicht. Wir sollten Was besser... Was ist das da oben im Himmel? Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Nein, es ist eine Kartoffel. Aktiviere Superkartoffelstärke. Ich bin bereit. Hurra!